Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Ocarina of Time. Wir sind immer noch bei unserem Freund, den, So, ich hoffe, die Kamera spielt jetzt diesmal mit. Oder hoffentlich spielt überhaupt was mit. Wow, Mann, ey! Wo ist denn da die Bombe? Hier, komm her, Octorok. Jetzt. Oh, ey. Jetzt muss ich ihn auf normalen Weg wehtun. Das heißt, mit dem Bumerang und dem Schwert. Schnell. Ja, es hat was genützt. So, schnell nochmal. So, nochmal eine Runde. Jetzt sind wir über die Hälfte. Jetzt nochmal. Jetzt kommen wir mal. Och, na, wie fuck doch keinen ab, ey. So. Oh, Mann, ey. Ich hasse diese... Ich hasse Navi. Ich hasse Navi. Yo. Komm, Junge. Noch ein Schlag, ey. Ich hasse Navi, ey. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Navi. Du bist der schrecklichste... Oh, Mann, ey. Du bist der schrecklichste... Irgendetwas soll's ja darstellen. Aber noch ein Schlag, ey. Und das Ding fuckt mich noch ab, ey. Oh, Treffer, ja, aber was für ein Treffer. Ja, toll, ey. Dankeschön, Navi. Du hast mir die Sicht verschwert. Ich weiß auf jeden Fall, dass er von da kommt. Oder von da. Wo kommst du denn? Da kommst du. Okay. Noch einmal. Und noch einmal. Okay. Der hat keinen Bock irgendwie. Boah. So, jetzt haben wir den. Noch einmal, komm. Ey, Navi, fuck doch keinen ab! So, komm, ey. Der hat mich jetzt getroffen. Jetzt kann ich ihn angreifen. Komm, Junge. Oh, Mann, Navi, ey. Ich hasse dich. Ja. Ja. Oh, noch einmal. Ja, du bist tot. Dankeschön. Dankeschön. Endlich. Toll, ich habe aber meine Leben verloren. Na toll. Das finde ich aber richtig geil. Eine Lebensfee. Toll. Da bist du. Hilf mir. Gib mir Energie. Ah, das ist Ruto. Nein, das ist nicht Ruto. Fuck. Okay, da sind noch Quallen. Die gehen wir. Boah, Navi. Halt's Maul. Ja, ich weiß, was das sind. Das sind Zappelquallen. Ja. Schlimme. Thank you.
Oh, ey. Oh, 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 ich glaube, da hilft nur eins, der Bumerang. So in etwa, genau. So, müssen wir noch den Bumerang benutzen. Okay, das wusste ich nicht, dass wir den Bumerang benutzen müssen, für ihn hier. Oh! Weil da müssen wir jetzt hin, ey. Und ich krieg einen Affen, ey. Fuck, ey. So, Leute. Ich krieg einen Affen. Ich hab bald den Affen, ey. Fuck. Oh, Link, ey. Wenn du kurz davor bist, mich wütend zu bringen. Oh, Mann, ich würde jetzt gleich wirklich sauer. Ich hab keine Bombe, nichts, ey. Wartet mal kurz, ich mache eine kleine Pause, ich muss mich mal wieder beruhigen. Bis dann, bis 2 Minuten, bis gleich. So, und dann bin ich wieder geschafft. So, ich war wirklich jetzt ein bisschen sauer und abgefuckt. So, wo geht's denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Ja, da sollte ich schon nicht hin. Blauer Stein. Warum das Feld ist jetzt komisch, aber da müssen wir jetzt hin. Wo ist Ruto? Toll, wir brauchen aber Ruto. Seht ihr? Und wo ist Ruto? Müsste doch hier irgendwo sein. Bestimmt hier. Wette ich mit dir. Nein! So, nochmal hoch. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Sie hat sich da versteckt vom Anfang an. Oh Mann, ey, Ruto, ey. Ich verfluche dich, echt. Auch nicht. Hm. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich mache mal eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Was ich gemacht habe, war jetzt ganz einfach. Ich habe, okay, Bumerang, du sollst da jetzt nicht fliegen, aber was ich gemacht habe, ist ein bisschen komisch. Ich habe eine Kiste hingestellt anstatt Ruto. So, was hat Navi zu erzählen? Navi, was hast du wieder zu erzählen? Nervst du mich? So, da ist die Boss-Tür. Habt ihr gesehen? Und irgendwo hier habe ich noch das Gefühl, ist noch eine dunkle Skulptula oder so. Oder goldene. Hier sind Nüsse. Ja, die könnte man gebrauchen. Ich gehe mal kurz hier hoch. Vielleicht, warte mal kurz. Vielleicht mit der, mit dem... Ja, da. Da ist er. So, ich habe keinen Bock, mich zu bewegen. Und da ist eine dunkle Skulptura. Das war doch klar. So, irgendwo hier muss doch irgendwo auch noch sowas sein. Vielleicht ganz oben ist irgendwas Wichtiges. Wir gehen mal kurz hoch. So. So, hier oben muss doch was sein, oder? Nein. Oh doch, hier der Schalter. Boah. Bam! So, und jetzt können wir uns zum Fight vorbereiten. Oh, er hat ja eine Tätowierung. So, jetzt sind wir endlich in der Lage, einen Kampf zu beantworten. Ob wir diesen Kampf auch gewinnen, ist die Frage der Fragen. Ich habe keine Ahnung, ich kenne ja den Kampf, ist schwer. Eine Elektroqualle. Lustig, ich weiß aber, der Name kommt ja eh. Ich weiß jetzt ganz genau, es wird schwer. Und zwar
in Jabu Jabus Magon ist unser Gegner Barinade, der elektronische, materialische irgendetwas. Toll, Navi, du kannst es. Toll. So, noch einmal ein Bumerang. Das ist schwer. Bumer. Treffer! Okay, jetzt müssen wir die Quallen hier vernichten. So, noch einmal. Komm, Junge. Pfoffer. Nein, jetzt müssen wir treffen. Komm, ah, nee. Oh, Junge, das war ein harter Treffer. Ich brauche Herzen gleich. Oh, toll. Toll, Link. Da soll's ja nicht werfen. Du sollst ja hier werfen. So, jetzt müsste es doch treffen. So, ein Herz. Oh, das hat gesessen. So, jetzt. Jetzt komm. Komm, Link. Das kriegst du hin, ey. So. Oh, komm, Junge. Triff's noch ein bisschen, noch ein kleines bisschen, haben wir es geschafft. Oh, das war heavy. Oh, trifft er wieder. Oh. Ey, trifft mich das Ding gut. Oh. Komm, Junge. Ey, ja, ja. Ist klar, ey. Jetzt! Oh, ich muss mir schnell Herz holen. Und dann muss ich mal hier stoppen schnell. Wir sehen uns im nächsten Part wieder im Kampf gegen den elektronischen Tentakel. Bis dann und ciao!